Ja, hallo, ich grüße euch und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing und Consulting Services und heute möchte ich ganz gerne mal eine Frage beantworten, die mir letztens ein werter Kollege gestellt hat. Er ist mich herangetreten und hat mich kurz gefragt: Du Thomas, ich habe da einen Kunden, der hat sich auf den Vertrieb von Software für Zahnarztpraxen spezialisiert und hat mich gefragt, was könnte ich da jetzt noch optimieren, anders als wie einfach Adressen einzukaufen irgendwo, also sämtlicher Zahnärzte in ganz Deutschland, vielleicht noch per Region, nach Postleitzahl vielleicht irgendwie so sortiert, aber in seltensten Fällen irgendeine Durchwahl oder nicht mal ein Ansprechpartner, den müsste ich dann extra wieder recherchieren. Und ja, es gibt so an die 60.000 Zahnärzte oder noch mehr. Und das sind eine ganze Menge Zahnärzte, die man da so irgendwie recherchieren müsste, ja, per Internet oder was auch immer. Und das ist genau das Stichwort, sage ich zu ihm: Internet. Ja, du kannst mich, also hier nochmal ein kleiner Geheimtipp: Du kannst mich Folgendes machen, habe ich ihn gefragt. Hat dieser Softwarehersteller mit dieser Spezialsoftware für Zahnärzte, hat der eine Webseite? So, ja, hat irgendwie eine Webseite, Domain hat er, glaube ich, oder sowas, mit einem Impressum drauf. Ja, irgendwie so ein Zweiseiter. Dann sage ich, okay, das wäre doch mal eine Möglichkeit, ja, wenn du ein gewisses potenzielles Quantität hast an potenziellen Interessenten, ja, sagen wir mal um die 60.000, dann würde es sich doch lohnen, die Webseite ein bisschen aufzupolieren, ja, ein bisschen ein Remake, einen kleinen Redesign zu machen und hier mal erstmal Traffic drauf zu ziehen und dann über diesen Traffic sozusagen Interessenten generieren und auch schon mal ein bisschen vor in so einem kleinen Sales Funnel und so einem kleinen Funnel, ist ja noch kein Sales Funnel, ne? Du willst jetzt mit der Webseite nicht gleich was verkaufen, sondern du willst einfach nur Interessenten generieren und kategorisieren, um dann eben sozusagen den Namen vielleicht schon zu haben, irgendwie eine Durchwahl, zu wissen, wer interessiert sich denn eigentlich für was, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht der ein oder andere Interessent auch eher was schon, ja, sich vielleicht schon mal umgeschaut hat für dieses Thema. Ja, wie frisch ist denn das Thema bei der jeweiligen Person oder bei dem jeweiligen Zahnarzt und so weiter und so fort. Das heißt, wir kombinieren Offline-Welt mit der Online-Welt, ja, Offline-Marketing mit Online-Marketing. Das ist, denke ich mal, ein sehr gutes Beispiel, wo man das Ganze miteinander verknüpfen kann. Und das möchte ich jetzt ganz kurz nochmal an meinem super Whiteboard darstellen. Go! Das Whiteboard ist noch nicht erschienen, oder? Oh, okay. Warte, ich probier's nochmal. Und mein Whiteboard. Go! Ja, da sind wir in meinem Whiteboard und ich möchte mal ganz kurz verdeutlichen, was ich und wie ich das genau meine mit Verknüpfung der On- und Offline-Welt. Also, wir haben hier diese Offline-Welt und wir haben hier die Online-Welt. Und in der Online-Welt und in der Offline-Welt haben wir jeweils unterschiedliche Interessentenzuflüsse oder Möglichkeiten und unterschiedliche Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können. In der Offline-Welt haben wir das Telefon, sagen wir mal. Telefon mit S, alles klar. Telefon. Und in der Online-Welt haben wir die Webseite. Und wenn wir jetzt es schaffen, oder wenn wir unsere Webseite nutzen, hier Interessenten zu generieren, dann hinterlassen diese Interessenten Footprints. Ja? Also Fußspuren und das können wir über ein Tracking-Tool zum Beispiel, ja, Tracking, Webseite plus Tracking, als Information nennen, nutzen, um hier aus unserem Telefonwerkzeug, also unserer Telefonakquise, ja, aus einer Kaltakquise eine etwas, ja, lauwarme Akquise zu machen.
Ja, das ist soweit, glaube ich, relativ einfach und wird von vielen kleinen Unternehmern oder kleinen bis mittelständischen Unternehmern im B2B maßlos unterschätzt. Ja, soweit, so gut und zurück zur Leseecke. Ja, jetzt haben wir kurz uns angeschaut, am Whiteboard nochmal etwas illustriert, ja, wie wir Online- und Offline-Welten miteinander verknüpfen können. Und manchmal ist man so stark fokussiert auf die Erstellung eines Produktes, wie zum Beispiel bei diesem Softwaresteller für die Zahnärzte, dass man einfach total das Marketing irgendwie nicht mehr genug Kapazitäten frei hat, um sich da richtig die Gedanken drüber zu machen. Und man konzentriert sich dann so stark auf einen Kanal einfach nur. Man sagt sich, man sieht irgendwie nicht über den Tellerrand hinaus. Ne? Man sagt sich, ja, da brauche ich jetzt irgendwie Telefonakquise und so weiter und muss irgendwo Adressen jetzt herholen und mir die irgendwo beschaffen und dann Gas geben. Und vergisst dann einfach, was online möglich ist. Ja, so wie in dem Fall bei meinem Kumpel mit seinem neuen Kunden. Ja, ich hoffe, das konnte euch ein bisschen vielleicht auch eine Idee geben, wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid oder einen Kunden habt, der in einer ähnlichen Situation ist. Würde es mich auch freuen, wenn es euch einen Gedankenanstoß in die richtige Richtung gibt. Es ist auf alle Fälle in der Realität da draußen die Realität, okay? Und ja, dann freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, Kleincoaching Consulting Services hier auf YouTube bzw. auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Happy Hunting, dein Thomas Klein. Tschüss.